Meine Damen und Herren, außer Programm bringen wir Ihnen nun die Revue Erotique live aus dem Crazy Horse in Paris. Das tät euch so passen. Cotton ermittelt. Es ist eine Kultserie, die vor über 40 Jahren ihre Erstausstrahlung hatte und sich auch heute noch unglaublicher Beliebtheit erfreut. Abgerissene Autotüren, getrübter Kaffeegenuss, Pilzfliegenneurose, bizarre Fernsehansagen von Chris Lohner. An all das erinnert man sich ruckzuck und mit einem seligen Grinsen im Gesicht. Wie keine andere Krimireihe steht Cotton für das Lebensgefühl der österreichischen 70er Jahre. Das Privatleben des Majors Adolf Cotton spiegelt die gesellschaftlichen Werte. Sein Berufsleben ist ein Fenster in die damalige Wiener Polizeiwirklichkeit. Diesmal geht's nicht. Was? Ruckzuck. Bin ich schon? Meine Damen und Herren, wie Sie selbst gesehen haben, ist leider der Film gerissen. Fehlt ihm was? Sowieso. Das Erfolgsrezept, pointierte Dialoge, erstklassige Besetzung und ein leidenschaftliches Team auch hinter der Kamera. Ich war Publikum, ich war glühender Verehrer der Geschichten. Wir erwischen jeden, den sein muss im Lauf, ruckzuck. Buchrieser, ich hab das großartig gefunden und mir angeschaut. Und ich war von den Socken, als ich dann gefragt wurde, ob ich das dann weiterspiele. Einer hatte mit dem Cotton seine Lebensrolle, Lukas Resetaritz. Bis dahin vor allem als Kabarettist bekannt, brachte er der Serie den Twist zum Comedy-Format. Sein Bekanntheitsgrad schnellte durch den Major in die Höhe, verkörperte ihn doch am längsten und mit jugendlichem Pep. Bei mir kommt sowas in meiner Lebenszeit, nehme ich nicht an, dass sowas noch einmal kommt. Es hätte auch alles andere, das kommt, hätte es relativ schwer gegenüber dem Cotton. Das ist so ein, ja, es ist eine Lebensrolle, kann man sagen. Ein reiner Schauspieler hätte diese Rolle wahrscheinlich nie so ausfüllen können. Da brauchte es schon das kabarettistische Talent von Lukas Resetaritz. Was ist das für ein Blödsinn, Polizist des Halbjahres? Sonst gibt's schon alles. Fußballer des Jahres, Sportler des Monats, Fernsehstar der Woche, Witz des Tages. Abmarsch! Der nächste Sessel wärmer. Das ist mein Platz, der Salzkaiser. Umschwärmt wurde er auch als Playback-Sänger der Cotton-Kapelle, der Band des Ermittlungsteams. Bis heute ist Lukas Resetaritz Publikumsliebling geblieben. Auch wenn er nicht mehr mit der gleichen Distanzlosigkeit von allen mit Inspektor angesprochen wird. Der Fernsehapparat gehört ihm, jetzt glaubt der IKA ihm. Weil er kennt mich vom Fernsehapparat. Ne? Und wenn er auf dem Bass ist, hat er das Bierflaschen rein. Ne? Und wenn ihm was gefällt, gibt er mir eine Busse. Da war die oft so verschmiert, die Bildschirme. Wir wurden bedroht und beschimpft, dass wir das Metier so in den Dreck ziehen. Wunderbar, was Schöneres kann auch nicht passieren als Satiriker. Der Autor und bis dahin nur aus dem Fernsehdrama Alpensager bekannte Schauspieler Franz Buchrieser verkörperte Major Cotton in 3 Folgen der Filmreihe und verlieh der Rolle einen subtil feinsinnigen Humor. Die Frau an der Seite des Majors spielte Bibiana Zeller. Als Ilse Cotton wurde die Burgschauspielerin einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die Theaterkollegen waren wenig begeistert, das Publikum dafür umso mehr. Chris Lohner, seit Anfang der 70er Programmansagerin und Moderatorin diverser Sendungen beim ORF, verkörperte sich selbst beim Cotton. Mit gewohntem Charme und einer ordentlichen Portion Selbstironie. Statt des abgesagten Autorennens in FS2 zeigen wir das Fernsehspiel Der kleine Prinz. Ich wünsche Ihnen nun für heute eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen. Film- und Theaterschauspieler Franz Surada, ebenfalls Mitwirkender in der Alpensaga, wurde dem Fernsehpublikum vor allem durch seine Rolle als uniformierter Polizist Schreivogel bekannt, dessen liebenswert tölpelhaften Charakter er äußerst gekonnt darstellte. Immer die alten Bekannten, die es nicht mehr gibt. Ne?
Rund 40 Jahre nach der Kottan-Erstausstrahlung treffen einander diese vier Mitwirkenden zu einem gemütlichen Filmabend im Café Goldeck, um bei Best-of-Szenen in Erinnerungen zu schwächen. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Ja, ehrlich. Das war schrecklich. Musik. Musik ist gut. War gut. Ja, immer noch. Gut. Die ist immer noch gut. Das ist immer noch gut. Die Musik war immer gut. Ja, es ist wunderbar. War schon genial, es, ist wirklich, ne? Es war genial, ja. Ja, es war eigentlich ein Meilenstein in der Krimi-Geschichte im Fernsehen. Es war der erste Straßenfeger. Ja, weil es hat vorher hat's gegeben Derrick und der Alte. Und da durfte man sich über die Polizei nicht lustig machen. Ab Kottan war es möglich, sich über die Polizei lustig zu machen. Das war wirklich ein Meilenstein, eine Wende. Kottan-Fans gibt es viele. Ebenso zahlreich sind die Anekdoten zum Satire-Krimi, der näher an der Realität ist, als man glauben würde. Hier haben wir ja einen Golub. Um was geht's? Also ich ein Buchbinder, ich bin ein Pianist und ein Klavier müssten wir transportieren. Und da steht also ein Mercedes. Und vollkommen ordnungsgemäß, aber könnten Sie uns helfen, dass das wegkommt? Dass man trotzdem sagt, der Major, Sie sind also der berühmte Pianist. Buchbinder, sagt er, ja. Sagt er. Passen Sie auf, ich singe Ihnen jetzt was vor und Sie sagen mir, was das ist. Und der Buchbinder sagt, bitteschön. Dann bam, 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 bam. Klavierkonzert Beethoven. Sagt er, ist in Ordnung, wir kommen mit der Feuerwehr. Das könnte der Kottan gewesen sein. Ein großer Kottan-Fan gewesen, klarerweise. In einer Zeit, wo ich noch nicht Innenminister war, und dann erst recht, wie ich's war. Und besonders gefreut haben mich die vielen Demonstrationen gegen diese großartige Serie. Ich war richtiger Fan, ich habe alles vom Bild sprechen können, damals noch. Also ich kann diese Szene mit dem Kaffeeautomaten kann ich lückenlos nachspielen. Und zwar auch den Kaffeeautomaten. Auslassen! Ein Präsident kennt keinen Schmerz. Major Kottans Bekanntheitsgrad reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Ich bin in der Nähe von Qom in Persien, in der Wüste, und es regnet in Strömen. Meine Frau und ich, und wir finden eine verlassene Tankstelle. In der Tankstelle ist ein alter Mann und ein junger Bub und ein kleiner Ofen, wo die kochen. Und wir setzen uns da rein, draußen schüttet es in Strömen, drüben ein Fernseher. Ich schaue aus dem Fernseher raus. Und spreche Farsi. Ja, super. Ich bin ja ganz allein. Die Kottan-Nostalgie lebt bis heute ungebrochen und lockt zahlreiche Besucher ins Rabenhoftheater. Mit dabei Puppenspieler Habian. Jan und Tibor Zenker haben die Adaptierung ganz im Sinne ihres Vaters, des verstorbenen Kottan-Drehbuchautors Helmut Zenker, geschrieben. Ich habe meine Frau aus den Fängen eines Psychokillers befreit. Es ist einfach dem Wiener sehr, sehr nahe und der Wienerin. Ja. Und über Jahrzehnte geliebt. Es hat sich ein gewisser Kultstatus aufgebaut. Und manchmal trägt sich das ja mittlerweile einfach auch schon selber. Insofern gibt es eine gewisse Fangemeinde. Die Kottan-Fangemeinde vernetzt sich einerseits virtuell in Form der detailgenauen Website Kottan-Info sowie ganz real in Form von jährlichen Fanwanderungen. Ehemalige Drehorte werden begangen und die Wiener Beiseln von damals auf ihre Authentizität geprüft. Aber was ist denn nun eigentlich genau dran an dieser Kultserie? Dieser Krimireihe der anderen Art, die bei ihrer Erstausstrahlung nicht nur Begeisterung ausgelöst hat, sondern von vielen heftig abgelehnt wurde. Das Besondere war von Haus aus, also dieser Widerstand, der hier gegen die Polizei zum Ausdruck kommt. Und Polizei ist ja Synonym für Obrigkeit, Staatsgewalt, Gewalt überhaupt. Diese Serie hat das erste Mal dieses Wiener Element oder das Österreichische, aber wahrscheinlich schon stärker geprägt, diese Wiener Schlampigkeit, das Kranteltum und das umgesetzt über die Polizei. Die Polizei ist immer ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft. Das hat wunderbar gepasst.
Die untergraben unsere Arbeit. Das ist doch nur ein Film, Dolferl. Ein Film. Das ist mir egal. Ich beschwere mich beim Fernsehen. Ja. Der Film, der gerade im Fernsehen läuft, das ist eine Schweinerei. Eine absolute Schweinerei, ja? Es haben alle guten Sendungen oder die meisten, sagen wir, guten Sendungen am Anfang einen gewissen Frustrationseffekt, weil es, wenn was ganz Neues kommt oder wenn man was ein Tabu anstrudelt, und da ist man zunächst einmal, ne? Also das ärgste Beispiel dafür ist der Herr Karl, da hat der Schock gedauert, ja, Jahre. Ich glaube, jetzt gibt es noch Leute, die entsetzt sind über den Herrn Karl. Aber dann wird halt die Qualität sichtbar und eine gute Idee tragt halt dann vieles mit. Und damit ist das Ganze also eigentlich zu einem Volksstück geworden. Auffallend war der große Protest, den es gegeben hat. Es hat einige Leute gegeben, denen hat es gefallen. Die haben das auch gesagt, waren aber relativ leise im Vergleich zu den vielen, die dann in die Hunderte gingen, die protestiert haben, die beim ORF angerufen haben, die sich beschwert haben. Da war von Landesverrat die Rede. Da hat man gesagt, die Polizei ist nicht so, der Österreicher ist nicht so, der Wiener ist nicht so. Ein kultureller Selbstmord. Saublöd. Protest, Gemeinheit, mieseste Sendung seit langem, Zumutung, typisch österreichischer Dreck. Grundsätzlich steht natürlich eine gewisse Anklage der Polizeirealität im Raum. Natürlich hat es deswegen auch entsprechende Kritik gegeben seitens der Polizeigewerkschaft bis hin zur parlamentarischen Anfrage wegen Verächtlichmachung der Polizei. Die Aufregungen, die haben wir getragen, obwohl sie manchmal auch getroffen haben. Wenn du Anrufe kriegst, hängt es einmal auf, den Regisseur oder so, das sind dann schon kräftige Worte. Allesamt Dilettanten vom Scheitel bis zur Sohle. Regie, Schauspieler, Dialoge. Eine Schande für Österreich. Niederschmetternd. Ein Kasperltheater. Zenker und Patzak sind die größten Trotteln. Diese Welle der Empörung war natürlich für die Empörten kontraproduktiv, weil sie damit gesagt haben, dass sie überhaupt nicht verstehen, dass das doch eine inszenierte Wirklichkeit ist. Aber es ist interessant, dass du das erzählst, mit dem Burgtheater, was sie damals dich gehasst haben, weil du mitgemacht ja, hast. Ja, ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Was sich da abgespielt hat. Naja, was glaubst du, was sie beim Fernsehen zu mir gesagt haben? Viele Kollegen waren eher beleidigt, ne? Dass man ihnen so den Spiegel vorhält, ne? Und dann hat man auch schon sich gefasst, wieder gefangen und hat es ganz gern angeschaut. Also wenn man Polizei macht, ja oft viele Nachtdienste. Und dann hat man eigentlich schon fast eine Sehnsucht gehabt nach dieser Kottan-Serie bis heute. Ne? Diese Krimi-Handlung ist in Wirklichkeit nebensächlich. Also da sieht man schon, worum es eigentlich gegangen ist, nämlich um die soziale Milieustudie. Natürlich hat das eine andere Entwicklung genommen und wesentlicher wurden komische Einfälle im Drehbuch. Nein, es war weder ein Krimi zu Beginn und das Wort lustig hat auch keine Rolle gespielt. Es war halt eine halbwegs authentische Milieustudie. Nicht zuletzt ist Nostalgie ein Faktor, warum gerade die ältesten Kottan-Folgen heute besonders gerne wieder gesehen werden. Die Polizeirealität im Wien der 70er Jahre war die Inspiration. Und der Rest ist Geschichte. Vorbeugend, präventiv also, wirkt die Mittelwagenflotte der Wiener Polizei weniger. Wegen Personalmangels sind die Hälfte der Polizeiautos während der Nachtzeit gar nicht besetzt. Daher braucht man einen anderen Ermittlungstyp. Ne? Der Kottan ist vielleicht heute nicht mehr so überlebensfähig wie in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ne? Haben Sie den Meiringer näher gekannt? Näher nicht. Wir haben manchmal über seine Bilder gesprochen. Er hat wertvolle Bilder in der Wohnung. Dürfen Sie fragen, was Sie beruflich machen? Freilich. Na was?
Früher war der persönliche Kontakt wichtig. Nicht? Du bist zur Hausmeisterin gegangen und warst froh. Oder die Befragung in die Hauserhebung, wie man es früher gesagt hat, die wird auch immer weniger wichtig, weil ja viele ihre Nachbarn gar nicht mehr kennen. Heute ist also das Beschäftigen und der Einsatz der Internet-Tools und der Computer-Tools, Cybercrime, wie immer, oder Cyberwar, sind halt die Herausforderungen der modernen Polizei. Ja, können Sie mir irgendwas über die Kleiner sagen? Mein Gott, da kann man nicht viel sagen, weil die ist ja kaum aus ihrer Wohnung rausgekommen, gerade aufs Klo und zum Zins zahlen. Früher, weil jetzt wird der Zins eh bei einem Lagschein eingeschickt. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Wer oder warum? Bisweilen holt die Polizei Realität, die Fiktion allerdings ein. Denn das Leben schreibt auch hier die besten Geschichten. Aber die kleinen Polizisten sind eher gekommen und haben mir gesagt, das ist ja noch gar nichts, was ihr da habt. Die Wahrheit, die Wirklichkeit ist noch viel skurriler. Also solche Geschichten hat es immer wiederum gegeben, dass eben Ärger ist im Kottern, dass irgendwas ganz Grundlegendes, das für das vorgesorgt hätte werden sollen, dann gemangelt hat. Diese Wiener Schlamperei, ne? Oder du stehst am Tatort und hast keinen Scheinwerfer mit und das ist mitten in der Nacht. Ne? Also solche Geschichten sind tagtäglich vorgekommen oder in der Nacht. Ne? Oder das Wichtigste, ein Kugelschreiber. Nicht? Und dann stehen fünf Kibberer dort und keiner hat einen Kugelschreiber mit. Ne? So Kleinigkeiten, die gibt es ständig und erheitern natürlich auch. Ich habe mir bitte für jeden Beamten folgende Standardausrüstung zugedacht. Bitte. Ja, Sie sehen schon richtig, ein Stachel. Wenn also ein Beamter einen Vorspacker da kriegt, kann er mir gleich richtig kräftig zustoßen. Du hast noch ein bisschen längere Haare gehabt, ne? Ich hab ein paar Wochen war es selber wieder. Das Gleiche machen wir noch einen zweiten Raffen. Sicher. Einer könnte ja ausgewechselt werden. Das war fressen für die Autowandalen dann. Ja, war nachahmenswert, so, würde ich glauben. Jetzt wird der Wachs, wenn er mit dem Wegfahren Probleme haben. Und es noch einmal sich überlegen, ob er falsch parkt oder nicht. Aber solange die Fahndung nach Parksündern genauso wichtig befunden wird wie die Verbrechensbekämpfung, werden die Kriminalbeamten immer wieder resignierend rapportieren. Die durchgeführten Erhebungen und Nachforschungen verliefen ergebnislos. Das Folgetonhorn hat das Polizeipfeiferl abgelöst. Nicht mehr zu Fuß wie einst, sondern mit Blaulicht ist die Polizei anno 1974 unterwegs. Die Motorisierung hat zweifellos ihre Vorteile. Bei der Verfolgung flüchtiger Autofahrer etwa, bei der Verkehrsüberwachung und bei Einsätzen, wenn bereits was passiert ist. Die alten Käfer kommen erinnern. Ich war Betrugsreferent. Wenn wir auf die Spielerstreifen gefahren sind, haben wir so einen 35 PS-Käfer gehabt, dann sind 400 Kilometer eingestiegen. Der Käfer ist gegen wie ein Maserati, dann sind wir dahin tuckert in die Wilhelminenstraße. Die Schnelligkeit können Sie sich vorstellen, ne? Und die Effizienz. Ne? Auto war ein Sehnsuchtsobjekt. Wir wollten uns doch ein Auto anschauen. Ist nicht mehr notwendig. Wieso? Ich hab schon eines. Warum sagst du das nicht? Wo ist denn? Unten im Hof. Ist ja unser alter Wagen. Natürlich. Ich nehme keinen Kredit. Prinzipiell nicht. Richtig. Ich sehe jeden Tag, wo das mit dem Schuldenmachen hinführt. Seit Freitag vorige Woche hat der Konsum eröffnet. Also das war schlagartig. Am Freitag war das Geschäft bei uns ganz leer. Die gesellschaftlichen Verhältnisse der 70er waren vom Wirtschaftsboom geprägt. Das Kreislersterben begann, im Supermarkt übernahmen sich so manche und frönten dem Kaufrausch. Wenn wir einmal einen Mörder haben und finden kein Leich, können sie immer zu mir kommen. Auch der Wandel von der reinen Männergesellschaft, in der die Frau am Herd und der Mann der erwerbstätige Held war, hin zur Emanzipation lässt sich im Kottern ablesen. Wisst ihr, das geht jetzt ruckzuck. Wo
musst du die Füße immer auf den Tisch legen. Ich hab keinen Besuch. Auf dem Glas sieht man jeden kleinen Fleck. Anfangs war die Frau des Majors nur bei häuslichen Tätigkeiten zu sehen. In späteren Folgen, Anfang der 80er, emanzipierte sie sich langsam und stellte eigene Ermittlungen an. Wir haben jetzt in Wien 34 neue Politessen mehr, aber nicht um einen Parkplatz. Auch mein Mann lehnt Geschirrwaschen ab. Und ich empfinde das als richtig, weil das eine Arbeit der Frau ist. Auch die Kinder mussten sich ihre Rechte im öffentlichen Raum erst erkämpfen. In den 70ern mussten sie vor allem auf Beton spielen. Wenn ich in der Wiese bin, dann schimpfen die Leute. Ja. Gibst du was? Nein. Du, wir sind von der Polizei und wir würden es brauchen. Das kann jeder erzählen. Ja, was sagst du jetzt? Eine gute Fischung. Alles ja. Gibst du was? Gibst du mir, dass ich gefreut? Gern nicht. Danke. Und die von der Polizei sind, lass ich mich da reinstechen. Was machst du? Da lass ich mich reinstechen. Das Thema Aufklärung der Jugend war damals noch stark von Tabus geprägt. Kottan ermittelt thematisierte folgerichtig die Prüderie des Kleinbürgertums. Mir passt das nicht. Ich könnte hinübergehen, Frau. Nein, ich gehe mich verabschieden. Gehst du weg? Nein. Könnt ihr sagen, wir gehen halt fort. Ich geh halt nirgends mehr hin. Ja, mir fällt sonst nichts ein, so sag doch du was. Ja, scheiß dich nicht an. Die Blumen gehören eigentlich für die Großmutter. Da gibt's doch gar keine Großmutter. Doch, sie hat ja die Blumen schon in der Hand. Was heißt das, was heißt das? Bist du von Gott verlassen? Na, da hast du's. Steh nicht so dumm, da mach den Mund auf. Wie gibt's denn das? So eine peinliche Sache, der lebt am besten die Mutti. Das war wahrscheinlich wie wenn man mit einem Stock am Kopf hat. Also, wenn der einmal kommt und sagt, heißt Papa, von woher kommen die Kinder? Wie klärt man eigentlich Kinder auf? Das hat doch kein Mensch eine Ahnung. Kottan zeigte nicht nur was, sondern auch wie die Menschen sprachen und ließ die Wiener Typen reden, wie sie eben reden. Der Wiener Dialekt ist die reinste und sinnvollste Fremdsprache, die es innerhalb des deutschen Sprachgebietes gibt. Dieses dunkle Wien, wo es Anfang der 70er noch den Gehsteig hochgeklappt haben um Zähne. In der Beziehung ist bei uns zum Scheißen. Wien, wirklich graue, böse, unfreundliche Stadt. Das scheint ja wirklich ein ödes Lokal zu sein. Die sorgsam ausgesuchten Drehorte zeigten kein Postkarten-Wien, sondern Beiseln, Spelunken und die grauen Fassaden, die damals noch die Stadt dominierten. Die Donauinsel war noch nicht fertig gebaut. Das Stadtbild war trotz des Wirtschaftsbooms noch von der Nachkriegszeit geprägt. Und die Postämter waren noch nicht so überlaufen wie heutzutage. Kurz vor Mittag ist ja nie viel los. Außerdem, auf dem Platz, da sitze ich schon seit 20 Jahren. I'm the loneliest man. I'm the loneliest man. Lukas Resetaritz zeigte nicht nur in seiner Rolle als Major Kottan die anarchischen Züge eines Freigeistes. Auch bei der Besetzung der Wiener Arena war er dabei. Ich kann mich nur erinnern, in der ersten Besetzungsnacht waren wir irgendwann um 3 in der Früh nur mehr 60 Leute in der Halle. Und draußen waren 300 Polizisten. Und ich schaue mal raus und ein ganz alter, dicker Polizist steht draußen. Und ich war eine Krachte auch. Und ich habe gesagt, na, was macht's es? Hat er gesagt, wir schlafen. Und ich gesagt, wir auch. Das war für Wien und vielleicht auch für Österreich ein ganz großer Schritt für die Kultur.
Die Milieustudie war am stärksten in den früheren Folgen der Filmreihe ausgeprägt. Mit dem ersten Kottan-Darsteller Peter Vogel, der beispielsweise die Jugoslawenfeindlichkeit im Wien der 70er aufzeigte. Sehr froh, dass wir Niederösterreich sind. Wieso? Das wäre kein Fall für dich. Wie meinst du das? Weit und breit kein Jugoslawe, der ist dort in Frage kommt. Eine negative Ermittlerfigur, die sehr stark das Milieu betont, die dort sucht, das hat so gar nicht in die damalige Kriminallandschaft, in die Fernsehlandschaft gepasst und wurde heftig abgelehnt. Heute sind zum Beispiel Milieuschilderungen aus den Fernsehkrimis nicht mehr wegzudenken. Es gibt keinen Tatort, wo das nicht vorkommt. Auf jeden Fall war der Wiedererkennungswert für den Zuschauer sehr groß, nicht? Das war ja auch beim Mundl, nur der Mundl war halt sehr tief angesiedelt. Aber so dieses Kleinbürgertum des Kottan-Polizisten, trotz seines hohen Ranges, hat schon die Zeit gespiegelt, in der dieser Film gedreht wurde, und die Leute konnten sich identifizieren mit den Figuren. Und das ist immer ganz wichtig und war natürlich damals besonders wichtig. Das Angebot ist, glaube ich, günstig. Wir müssen aber diese Woche noch buchen. Nur, es fehlen uns noch 6.000 Schilling. Wir müssen einen Kredit aufnehmen. Na, bin ich ein Kreditinstitut. Na, wir haben uns nämlich gedacht, Papa, na ja, wir bräuchten einen Bürgen. Na. Wieso nicht? Weil ich beim Schuldenmachen nicht dabei sein will. Deswegen. Fahrt's auf die Norweger, wie ist ein Skifahren, ne? Und er ist ja einer, der nicht perfekt ist, nicht? Er hat ja sogar mit seiner eigenen Familie Probleme und ist als Pädagoge innerhalb der Familie eigentlich auch gescheitert, nicht? Kottan hat mit seinen Kindern Probleme gehabt, mit seiner Frau hat er Probleme gehabt. Also wahrscheinlich haben sich viele Leute darin ein Teil oder irgendein Eck wieder in sich selbst gesehen, erkannt in ihren Familien. Was ist das? Die Möwe Jonathan? Na, ist das eben nicht. Geh nicht. Na, mach's zu. Zu! Na, wo ist jetzt die Leiche? Für die gescheiteren Zuschauer war schon der Kottan 1 ein Sympathieträger, klarerweise. Durch dieses beschriebene Verhalten, was gegen die normale Fernsehfigur läuft. Als Peter Vogel nach 2 Folgen aufgehört hat, ersetzt wurde durch den damals relativ unbekannten Franz Buchrisser. Der ist auch nicht wirklich eine sympathische Figur von Anfang an, aber er ist etwas leiser, etwas melancholischer, etwas resignativer, bringt auch durch Gehabe und durch die Kleidung seine eigene Ästhetik dann mit in die Folgen, die dann auch immer mehr vom Milieu, nachdem er diese Milieuschilderungen einmal durchgemacht hat, langsam in Richtung Humor gehen. Was ist denn das? Das Stil. Nach dem Weggang von Franz Buchrisser übernimmt Lukas Resetaritz, damals bereits ein sehr populärer Kabarettist. Damit ändert die Serie sich ihr Gesicht total. Sie geht immer weiter in Richtung Comedy-Format, in Richtung absurde Gags, optische Gags, hat eine eigene Musikdramaturgie und entwickelt dann einen völlig eigenen Humor. Alle TV-Geber, variiert schon Kleinbogen. Ich bin kein alternativer Polizist. Und was ist Ihr Problem? Meine Cousine, Leopoldine, sucht dringend einen und sie findet keinen. Zwischen heißen Diskussionen studiert man die neuesten Erkenntnisse der Kriminologie. Man kehrt vom nächtlichen Außendienst gezeichnet ins Dezernat zurück. Oder widmet sich dem letzten Feilen an den Berichten erledigter Fälle. Auf der Straße nach Cordoba sitzt der Pilch mit seiner Kobra. Was beim Hering? Ob Peter Vogel, Franz Buchrieser oder Lukas Resetaritz, alle drei Kottan-Darsteller hatten ihren besonderen Charme und vermittelten jeweils auf eigene Weise Gesellschaftskritik. Basierend auf einem pointierten Drehbuch von Helmut Zenker, der diese Charaktere zeichnete. Helmut Zenker war einerseits ein Sozialkritiker, das zeigen ja auch andere Arbeiten wie etwa Kasbach
das auch Peter Patzak umgesetzt hat, immer noch einer der besten und wichtigsten österreichischen Filme, Spielfilme. Es war ein sozialkritischer Ansatz, der also in dieses nette Österreichtum sofort einmal hinterfragt hat. Und er hat auch ein großes Gespür für Pointen gehabt. Also er konnte wirklich Dinge prägnant auf den Punkt bringen, wie es vorher vielleicht nur Merz Qualtinger in dieser Form konnten. Was darf ich noch bringen? Im Moment nichts. Wir sind kein Bahnhof. Das kalte Schweinernest ist gut? Gut schon, aber aus. Und das Gulasch, ist das zu empfehlen? Ich friss nicht. Ist fett. Das sind so die sehr fett. Typischen Denker-Dialoge. Dann nehme ich es. Ja. Ja, das ist auf dem Punkt. Ne, das war schon ein bisschen wie Tohu wa Bohu. Ja, ja, sicher. Ja. Man kann natürlich witzige Dialoge schreiben und es auf den Witz und auf die Pointe anlegen. Das ist es aber nicht. Die Qualität dieser witzigen Dialoge ist, dass sie wieder aus sich und aus der Situation kommen. Also aus der Handlung, was die Leute sich zu sagen haben oder welcher Spannung sie sind. Ne? Ja, ist was mit meinem Gesicht. Andere sitzen auf sowas. Ich glaube, dass beide, Zenker und Patzak, große Vorliebe für das Slapstick-Kino, für das frühe Slapstick-Kino hatte. Das waren liebevoll ausgefeilte Gags, die man eins zu eins übernimmt, die man neu interpretiert. Das werden ja auch manche Leute zum Beispiel mit einer Keule, buchstäblich einer Keule, wie in einem Comic, attackiert. Also da scheut man sich vor keinem billigen Element, wenn das auf der Leinwand funktioniert. Also da ist, glaube ich, bei beiden eine große Liebe für den schnellen optischen Gag. Das war toll. Genial. Ja. Genial. Absolut. Diese Szene liebe ich. Ach, ist wunderbar. Schön, ja. Ganz wunderbar. Raspur! Wow. Optische Gags, wie etwa Franz Buches, der plötzlich im Superman-Kostüm vor einem Verdächtigen dasteht, oder andere Gags, wie etwa die Geschichte mit dem Kaffeeautomaten oder mit den Fliegen bei Polizeipräsident Pilch, also Sachen, die im kollektiven Gedächtnis der Fernsehzuschauer sich auch verankert haben, die man sofort mit Kottan verbindet. Nicht so heiß? Nein. Warum? Ja. Der Carlo. Mei. Ja, mein Gott. Mei. Das gibt's ja nicht. Der war immer der Leichenentdecker. Wieso immer bei mir? Immer. Er hat die Leiche gefunden. Lebt auch nicht mehr. Nein. Oder war nur bei mir. Nowhere man. Listen, you don't know what you're missing. Nowhere man. Schaut, dass weiterkommen. Wieso denn? Wir wollen sterben. Da kein Inspektor. Inspektor gibt's keinen. Heute ist die Gusche. In Wien ist es der normale Sprachgebrauch. Na gut, weil dieser Kottan vertritt ja die höhere Hierarchie, er ist Major, glaube ich eben. Ne? Wenn der jetzt ist er was geworden, stellt er was da, alle sind höflich zu ihm und dann kommt ein einfacher Bürger, Bürgerin und sagt, der Inspektor, dann fällt der, wenn er kein Selbstwertgefühl hat, aus dem Schurch. Ne? Major, recht haben Sie. Ja, dass diese Polizisten sich eigentlich kaum unterscheiden von den Menschen, die sie überwachen sollen. Im Gegenteil, sie sind oft viel fauler, lässiger, gutmütiger, bösartiger als der Durchschnittsösterreicher. Ganz wichtig ist halt der neue Blick auf die Polizeiarbeit, dass es eine Parodie ist, nicht auf die Polizeiarbeit, sondern der zur vorgängigen Art und Weise der Darstellung im Fernsehen. Und dass man vorgesetzt bekommt, in Wirklichkeit
Menschen, die bei der Polizei arbeiten, die beständig scheitern. Gott sei Dank ist mein Büro jetzt im Erdgeschoss. Tja. Möchtest du noch eine? Seit 3 Wochen kein Mord. Wenn man das so zynisch sagen darf, zu meiner Zeit, als ich der Chef der Mordkommission war, das war eben in dieser Zeit, haben wir noch in Wien etwa zum Beispiel 45 bis 50 Tötungsdelikte gehabt. Heute, wahrscheinlich durch die enorme Verbesserung der Notfallsmedizin, haben wir maximal 20 Tötungsdelikte. Daher ist heute eigentlich fader, nicht? Unter Anführungszeichen, aus der Sicht eines Polizisten. Ne? Und was war noch neu am Kottan, als er 1976 das Licht der Fernsehwelt erblickte? Das Fernsehen parodiert sich ja darin auch selber. Das war auch erstmalig der Fall, dass das Fernsehen sich selber spielt oder seine Wirkung auch parodiert wird durch die Fernsehsprecherin Chris Lohner, die ja tatsächlich jeden Abend im Wohnzimmer der Menschen zu sehen war, fast schon ein Familienmitglied war. Und dieses Gefühl, dass man persönlich angesprochen wird durch die Person im Fernsehen, wurde ja da wirklich parodiert, indem sie wirklich mit den Leuten spricht. Das ist auch ein Element, das zum ersten Mal beim Kottan vorkommt, dass das Fernsehen sich selber ein bisschen auf die Schaufel nimmt. Meine Damen und Herren, zum Abschluss unseres Sendeabends in FS1 darf ich Ihnen noch das Programm für morgen Dienstag bekannt geben. Das glaube ich nicht. Wir beginnen um 10.30 Uhr mit dem melodramatischen Spielfilm Opfer einer großen Liebe. Nach der Zeit in Bild 1 um 20 Uhr steht das heiter besinnliche Fernsehspiel Blaubart auf dem Programm. Einen Krimi wie diesen hatte die Welt bis dahin wirklich noch nicht gesehen. Absurd und gerade deshalb so wirklichkeitsnah. Bis jetzt, und es ist auch heute noch ein bisschen die Tendenz, spielen immer Krimis in ganz tollen Milieus. Vielleicht die Sehnsucht der Menschen, der Einfacheren, wie geht es bei den anderen zu. Nicht? Aber der Kottan war da sehr lebensnah, ne? Von der Auswahl der Typen und auch von den Handlungen. Was, wirklich? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hier ist Kaffee und Tankstelle Äppler. Kommen Sie schnell, wir sind überfallen worden. Ja. 1, 2, 3, 4. Auch die Band der Kriminalpolizei Kottans Kapelle ist legendär. Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr. Bassman, you set that music thumping. To you it's easy. When you go 1, 2, 3, ba 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 ba. You mean ba 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 ba. Die großartige Musikdramaturgie im Kottan kommt nicht von ungefähr. Also Musik hat er sehr geliebt. Ja. Also wir hatten zu Hause, ich glaube, 2000 Platten oder was. Und da hat er teilweise vorher wahrscheinlich, hat immer vorher Schreiben angefangen, hat er stundenlang Musik gespielt, um sich einzustimmen. Der Helmut Zenker ist ohne Figurenbeschreibung, ohne Raumbeschreibung, mit ganz wenig Zwischentexten ausgekommen. Und trotzdem waren die Figuren durch die Sprache, wie sie sagen, was sie sagen, wie sie sich unterhalten, wie der Rhythmus der Sprache ist, wie die Länge der Sätze sind. Das war so gebaut, dass die Figuren alle plastisch waren. Als Autor verschwindet man hinter so einer Figur. Das war sehr schwer, danach noch was anderes zu machen. Drehbuchautor Helmut Zenker und Regisseur Peter Patzak, alte Jugendfreunde, waren ein ideales Duo. Die Umsetzung des Stoffes zeigt viel Liebe zum Detail. Das Zweite ist, wo ist es angesiedelt? Wie schaut die dritte Haut der Protagonisten aus, der Menschen? Und da haben wir besonders genau gearbeitet und das ist auch eine große Anforderung von mir, immer bei allen meinen Filmen gewesen, dass wirklich jedes Requisit, jeder Tisch, jede Lampe, jedes Detail für die Figur spricht und stimmig ist. Es ist schon ein Unterschied zu heute, aber es ist sehr sorgfältig gemacht. Das muss man schon sagen. So wie du sagst. Ja.
das 2 Minuten am Tag und nicht 20. Ja. Und das siehst du einfach. Das ist eine andere Qualität. Das schauspielerische Ensemble generell, also von den Haupt- bis in die Nebenfiguren, ist brillant. Da hat er wirklich, da hat der Herr Patzak unter den Besten der Besten ausgewählt. Figuren kommen ja auch immer wieder vor, als Nebenfiguren, Michael Schottenberg, Ernie Mangold und so weiter. Und natürlich grandios besetzte Hauptfiguren. So ein Erfolg ist überhaupt nur denkbar, wenn sehr gute Leute vor und hinter der Kamera arbeiten, bis hin in die Nebenrollen. Es wird ja jede Nebenrolle wird liebevoll besetzt. Eines sage ich Ihnen gleich. Ich war's nicht. Was? Was, was? Was immer. Sie handeln doch mit allem, was anfällt. Das ist der Zweck dieser Firma. Will die Polizei etwas kaufen? Bin bereit. Ich habe überhaupt keine Vorurteile. Pass auf, Opa. Du stößt jetzt dein Grotenbahnverhalten ein und die Lausche auf. Man muss aber auch ein Dankeschön sagen an die Schauspieler, die das damals umgesetzt haben, nicht? Also, ich kann Ihnen versichern, die Leidenschaft der Schauspieler, der Mitarbeiter war auf so einem großen Niveau und war so eine Freude, dass man sich wirklich in der Früh auf den Tag gefreut hat. Sind Sie selber dran, Kottan? Lassen Sie die dummen Manöver. Hallo? Ich verstehe Sie so schlecht. Wer spricht? Pilch! Lob den Präsidenten, er kann uns lenken, in der Tat. Das wärmt mein Herz wenigstens ein wenig. Ein Idiot kann natürlich Polizeipräsident werden, aber dann muss er auch aushalten, dass man Idiot zu ihm sagt. Nicht nur das Publikum, auch die Schauspieler erinnern sich gerne an solche Szenen. Immer wenn ich einen Kaffee raushole, denke ich an den Kurzen, da kann ich gar nichts machen. Ich war im BR, da waren ungefähr ein paar hundert Leute in der Kantine. Nichts an, gehe hin und will mir einen Kaffee ziehen. Und plötzlich ist es so still gewesen. Plötzlich sehe ich wirklich hunderte von Augenpaaren so auf mich hinschauen. Was macht der jetzt? Ich schwöre nur, dass er meinen Kaffee fast nicht rausbracht. Habe die Ehre? Ja. Major Kottan, Polizeipräsident Pilch oder Kollege Schrammel sind den Menschen ans Herz gewachsen. Der Lucky Luke, das ist der einzige Cowboy, der schneller als sein Schatten schießt. Passt eh zu dir. Du bist der einzige Polizist, der langsamer zirkt als sein Schatten. Ich rauche nur Zigaretten und dann geh heim. Ciao. Mit diesem Arschloch! Auf die Schulter haben sie geklopft. Servus, Schrammel! Sag ich, was? Bin doch nicht der Schrammel. Was sonst denn? Sag ich, ich heiße Tichy. Ich spiele den Schrammel. Oder weil nicht? Die Türnummer, bitte. Guten Abend, Chef. Guten Abend. Was gibt's? Ja, super. Das finde ich sehr lustig. Habe die Ehre. Wird der Lukas Resetar jetzt gesagt, bei Soko Tono möchte ich nicht mal Leiche spielen. Nein, aber ich glaube, er hat beispielsweise schon Einfluss gehabt in Deutschland auf den Szymanski. Den hätte es ja ohne Cotton so in der Form, glaube ich, gar nicht gegeben. Ich denke gern zurück an die Zeit 80 bis 83, an die Dreharbeiten. Intensive Arbeit und viel Hetz, so soll es auch sein bei der Arbeit. Der Schmäh ist gelaufen, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe, komischerweise, obwohl ich ja gebürtiger Wiener bin. Aber ich bin, also das habe ich eigentlich im Cotton erst gelernt. Schmäh zu führen oder mitzuführen, das hat mir also echt viel Spaß gemacht und ein bisschen was behalten davon für die nächsten 20 Jahre. Man lacht ja dann nimmer mehr, sondern man ist nur glücklich. Ne? Die große Beliebtheit der Filmreihe bewahrte sie aber zunächst nicht vor ihrem abrupten Ende im Jahr 1983. Die letzten 6 Folgen gibt es nur mehr als Hörspiel. 2010 folgte die Rückkehr auf den Bildschirm. Peter Patzak realisierte den Kinofilm Kottan ermittelt, rien ne va plus. Das Ziel war, dass sich die Figur und die Serie selbst auflöst und selbst
von der Autorenschaft beendet wird. Und dieses Ziel hat man uns nicht erreichen lassen, hat man uns eigentlich ziemlich gewaltsam genommen, weil es waren ja die Bücher fertig, es haben die Vorbereitungen schon begonnen. Schauspieler haben sich vom Theater Urlaub genommen. Ich habe ein Jahr verplant damit. Und dann kam es quasi zu einer über die Schulter geflüsterten Satz bei einer Veranstaltung: Den Kottern kannst du in die Haare schmieren. Und das war ausgesprochen vom damaligen Fernsehdirektor. Und das war eigentlich ziemlich heftig, dieser Umgang. Das war fast ein Kotternumgang. Vielleicht wurde aber gerade durch dieses Ende Major Kottern schließlich zur Legende. Also mir hat das riesig Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich bei einer Kultserie dabei war und die immer noch Kult ist. Das finde ich großartig, weil ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her und ich bin mittlerweile auch etwas älter geworden und immer noch erinnern sich die Leute dran und sprechen mich dran an, drauf an und das finden sie großartig. Ach so, Sie waren wie immer zu bequem, sich in einer Zeitung oder einer TV-Zeitschrift über unser heutiges Fernsehprogramm zu informieren. Wir bringen also deswegen die Übersicht über unser, wie immer, ausgezeichnetes Abendprogramm.